Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mad Medicine Man Streamt. Und heute streamen wir Forgive Me, Father. Tut mir leid, dass wir jetzt so spontan hier in den Soundtrack des Spiels starten, aber ja, das Spiel ist der Meinung, nö, im Hintergrund ist nicht. So, jetzt muss ich noch ganz kurz den Tweet muss ich noch einmal retweeten. Moment, wir sind gleich soweit. Ja, heute mal ein bisschen was anderes. Mal ausnahmsweise nicht Anno. Denn ich hatte heute mal Bock auf was anderes tatsächlich. Muss ich einfach mal so sagen. Ich hatte heute ein bisschen Lust auf was anderes und dachte mir so, Mensch, in meiner Spielebibliothek hängt immer noch dieses Spiel rum. Und ich war neugierig. Und deswegen, ja. Spielen wir heute mal was Neues. Forgive me, Father. Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht, ganz grob weiß ich schon. Also ich habe noch nicht reingeguckt. Das heißt, wir spielen heute blind. Wir spielen blind, genau. Und es ist ein Shooter, das weiß ich auch schon. So, Moment, ich muss ganz kurz schreiben und gleichzeitig reden, ist auch irgendwie schwierig. Ich bin leider ein ganz kleines bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. So, retweetet. Tada! Und dann können wir nämlich gleich loslegen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der Artstyle beeindruckt mich ganz enorm. Also 50% dessen, warum ich Bock auf das Spiel habe, ist, dass der Artstyle geil ist. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig dabei, ob es ein geiler Shooter wird, aber werden wir sehen. Also wir sehen auf jeden Fall, hat so ein bisschen Darkest Dungeon Vibes, so rein grafisch. Also, wer wispert denn da in mein Öhrchen? Pardon. Jetzt habe ich auch genau davor gegessen und noch ein Bonbon gelutscht. Das sind alles irgendwie keine schlauen Konzepte gewesen. Naja, aber trotzdem. Eine kleine Predigt im Hintergrund. So, wir springen einfach mal rein. Charakter, Priester oder Journalist? Probe der Suche der Wahrheit, Fähigkeiten um kürzere Wirkzeiten für einen schnellen, aggressiven Spielstil. Da sehe ich mich ja. Oder der Priester ist wild entschlossen, das Böse zu besiegen. Halt. Vorbereitungen eignen für sich langsameren, defensiveren Spielstil. Naja, gut. Also, zusammengefasst. Schlauer ist Priester. Ich bin meistens eher so Journalist. Wir machen mal so. Schwierigkeitsgrad. Wir lassen auch mal. Wahnsinnseffekt. Gibt es keine Farben mehr und das Blut nimmt Überhand. Stürme mit aller Macht voran. Da sehe ich mich. Das machen wir. Da bin ich dabei. Let's go. Jetzt müssen wir mal laden. Oh Gott, das sieht ja schon mal gut aus. Ich muss gleich nochmal gucken, wegen dem. He asked for your help. He asked for your arrival. Chaotic contents of the letter. Missing people. Panic. Strange voices. Cousin Louis' request for help could not remain unanswered. You set off for your hometown without hesitation. To the town of Pestisville. Das ist ja schon mal ein geiler Name, da würde ich ja jetzt nicht unbedingt wohnen wollen. You got there soon enough. You noticed that the locals were quick to leave this place. You felt observed. This is where you were supposed to meet your cousin. However, the room was empty. While searching for information on your cousin's whereabouts, you heard a strange sound of footsteps in the corridor.
After a while, there was a knock on the door. Also, ich will jetzt nicht sagen, das Intro war schon bis jetzt ziemlich geil. Noch geiler wäre es gewesen, wenn das jetzt Wayne June gewesen wäre, der es gelesen hätte. So, ich muss ganz kurz nochmal, ich tapp ganz kurz nochmal aus dem Spiel, es wird ganz kurz nochmal leise, nicht erschrecken. Damit ich hier, Moment, dann machen wir so. Welt 1 Dachboden, Geheimnisse 0 von 1, Story 0 von 9. Aha. Damit ich ganz kurz mal die, so, machen wir so. Ist das so? Müsste eigentlich hinhauen. Mal gucken, ich weiß auch nicht, ob diese, ob da nicht noch irgendwas kommt oben, aber wir lassen das jetzt erstmal so, weil da unten ist irgendwie meine Gesundheit, was total gut ist, weil ich die linke untere Ecke gar nicht so gut sehen kann, weil das nämlich mein Mikrofon ist. Muss mal gucken, ob ich das Mikrofon noch ein bisschen optimieren kann. Ja. Moment. Wir haben es gleich. Könnte gleich mal laut werden. Moment. Ja, ich richte das Mikrofon mal ein bisschen weiter nach oben aus. Popschutz nochmal neu richten. So, und dann sind wir... Oh, ich sehe, es ist... zerrt so ein bisschen. Moment, ich mache mal nochmal V-Sync an. Moment. Aber das kann ich euch ja nicht antun. Moment, nein. Anzeige, V-Sync habe ich nämlich gesehen, war aus. Wir machen es mal ein, in der Hoffnung, dass das nicht, dass das Spiel jetzt sich total abrödelt. Also sieht erstmal gut aus. Oh, oh Gott. Es ist sehr zügig, die Bewegung auf jeden Fall. Drücke E. Lieber Herr Martin, die Umstände haben mich zu entschlossenen Schritten gezwungen. Glücklicherweise hat der alte Murphy daraufhin angefangen zu reden. Wir müssen noch einmal mit Ihnen in Kontakt treten, um etwas von seinem Geschwätz zu verstehen. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ich habe auch den Sheriff benachrichtigt, Dr. Sullivan. Louis, Onkel, sollte ich nicht hier sein, weißt du, wo du mich finden kannst. Okay. Spielkarten. Fallen Aces? Ja, ich glaube... Das ist offensichtlich... Ah, geil, das sind so 2D-Sprites, die sich rotieren. Geil. Du hast eine Waffe. Drücke den Left-Maus-Button, um zu schießen. Ja, die meisten Waffen benötigen Munition. Oh, das klingt ja schon mal gut. Dubious cases need firm methods. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich ein großer Fan von der Synchronstimme bin, aber ist egal. Louis Martin, Antiquar. Maroon Street 34 Pestesville. Ei. Wir gucken uns erstmal um. Es sieht halt, also der Artstyle ist halt hart wie, also was heißt wie? Aber der Artstyle sieht halt hart aus wie Darkest Dungeon. Steinoblix, handgeschriebene Notiz 6, Snuffles Bear Island, Halskette aus Holz, handgeschriebene Notiz 9, Lofoten, Griff eines Ritual durchs handgeschriebene Notiz 13 vor Christus, Lagash, Babylonien, Gewand, handgeschriebene Notiz 15, Azuren, goldenes Armband, handgeschriebene Notiz 13, Ceylon, Erweckung, Türen, Rückkehr, neuer Tag. Okay, lieber Louis. Oh, 3.11.26, ei. Ich habe nach Informationen zu den Symbolen gesucht, für das du dich interessierst. Du musst mich in der Provence besuchen und alle Materialien durchsehen, die ich für dich zusammengetragen habe und die bei meinen Kollegen für ein großes Aufsehen gesorgt haben. Professor E. Jones, Archäologie-Institut in Provence. Providence, nicht Provence. Ja, mein Gott. Lesen kann ich heute auch nicht mehr. PS, ich hoffe, du, Anne und die Kinder erfreut euch bester Gesundheit. Ja, weiß ich ja noch nicht. Schau mal. Oh Gott, wir machen so Riesenschritte. In einem Schritt geht sie so... das habe ich noch nicht gesehen. Dormants. Who are they? Muss, glaube ich, mal die Stimme ein bisschen leiser machen. Die schreit so. Ton. Stimmenlautstärke ein bisschen lauter. Leiser. Oh, hi. Oh, da kommt noch einer. Leggy. Im unteren rechten Bildschirm findest du die Wahnsinn-Anzeige, die sich füllt, wenn du im Spiel Gegner tötest oder Alkohol trinkst. Je höher der Wahnsinn, desto mehr Schaden verursachst bzw. erleidest du. Ich muss ganz kurz mal ein bisschen meine Maus-DPI runterschalten, weil das war ein bisschen doll. Hirn. Und was ist das? Will ich das wissen?
Das Spiel ist übrigens nicht FSK 18. Ich wollte es nur mal präventiv gesagt haben, bevor Twitch mich gleich wegbannt. Also die Musik sagt mir, dass das hier gleich lustig und weitergeht. Oh, jetzt habe ich Angst, dass hinter mir was auftaucht. Oh Gott. Who the hell were they? They didn't look like normal thugs. Blam. Können wir. Okay, wir haben unendliche. Also unser Revolver verfügt offensichtlich über einen. Benötigst den gelben Schlüssel, ne? Das ist aber toll. Also unser Revolver verfügt offensichtlich über. Da können wir gar nicht rein. Wir können nicht extra zielen, also es gibt keinen Zielmodus. Ja, da gucken wir jetzt erstmal in die Bücher. Geschichten aus der Tiefe, Band 1. Legenden bringen das Blut als Säbel in Erweiterung. Feuer- und Wasserbärung, Frau von der Helle. That's a great story, but it's not my thing. Klar, ich gucke jetzt hier auch erstmal in die Bücher. Gar kein Thema. Gar kein Problem. Red Rum. Achso. Hä? Kann ich die kaputt machen? Oh. Ja, kann ich, aber... Wir stellen Fischer ein, die in der Frühsommersaison auf Booten im Golf von Maine arbeiten. Wir zahlen $4 für jede Fahrt. Ausländer wird eine Unterkunft garantiert. Die Rekrutierung läuft bis 17. Mal. Ja, okay. Spannend. Okay. 75 Schuss. Oh, hi. Hallo. Okay, es ist ein sehr, sehr High-Octane-Shooter. Ich sehe schon. Also so rein vom Speed und vom Movement sehe ich kommen, dass das was von... Oh. Ah, das war nicht gut. Das waren zu viele Schüsse daneben. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben... Also offensichtlich hat unser Revolver einen Ladestreifen, der einfach unendlich ist. Also kein Magazin, sondern wir haben einfach 68 Schuss und die... Hallo? Oh, hi. Wo ist den gelben Schlüssel? Bin ich schon mal gewesen? Oh, hi. Er kann offensichtlich... Also Kurvennavigation ist nicht so ihr Ding. Zack. Oh, bleh. Kopfschuss. Oh, hi. Warum hast du zwei Hirne verloren? Zwei Steine. Haha. Schlüssel. Eben... Geschichte. Die Bestie von Pestisville greift an. Bürgermeister Mahoney, Reverend Wildshire und 15 andere Bürger wurden in den letzten paar Wochen in Halflings County als vermisst gemeldet. Das Büro des Sheriffs konnte aber noch keine Verdächtigen in dem Fall ausmachen, während über Menschen den mysteriösen Angriffen zum Opfer fallen. Die Bürger vermuten, dass die Bestie von Pestisville in den umliegenden Wäldern die Unser treibt und auf Mensch und Vieh Jagd macht. Sie sieht aus wie ein dreiköpfiger Drache oder ein Seelöwe. Die Aussagen von potenziellen Zeugen unterscheiden sich stark. Wer wird diesem Mysterium auf den Grund gehen? Ja, offensichtlich ja wir. Ich habe jetzt irgendwie... Jetzt will ich wissen, was da vorne ist. Da vorne die Tür aufmache. Hier war auch eine Tür, die wir den Schlüssel brauchten. Oh, hi. Hier war gerade noch... Hä? War hier nicht gerade noch ein Bossbalken? Oder war das einer von der Wasser? Neue Waffe. Oh, mit Scrollen können wir offensichtlich umschalten. Ah, hi. Au. Das war ja der Quatsch. Das ist ja wirklich so ein, das hat so ein bisschen was von Quake, dass sich dahinter einfach Dinge öffnen. After what I saw here, I'll need a little backup. Ne, zwischen Backup und Hilfe gibt es ja nur auch einen großen Unterschied. Und was ist in der anderen Tür? Jetzt muss ich doch noch gucken, was in der anderen Tür ist. Oh, hi! Oh. Hä? Was tun wir jetzt? Zwei Schüsse gebraucht. Oh, hi. Kopfschüsse regeln. Oh, Leute. Das ist einfach die Türen aufgehen. Das hat so ein bisschen was von. Das hat so ein bisschen was von Quake. Es wird langsam grau. Das heißt, unser Wahnsinn steigt. Was passiert, wenn der Wahnsinn voll ist? Oh, hi. Okay. Also hier hätten wir auch lang gehen können. Ich habe aus Versehen den Skilltree gefunden.
Story 8 von 9, Geheimnisse 0 von 1. Also es gibt irgendwo noch ein Geheimnis. Das möchte ich jetzt eigentlich schon finden. So viel Anspruch habe ich dann ja. Vielleicht hätte ich doch mal den Revenant nehmen sollen. Ah, hier um eine Geschichte. Ah ne, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Also es fehlt irgendwie eine Geschichte und irgendwo gibt es noch ein Secret. Das wir offensichtlich nicht gefunden haben. Vielleicht sollte ich die nicht zerschießen, sondern meine Dings nutzen dafür. Es irritiert mich, dass hier eine Tür ist, die ich nicht öffnen kann. Ist das hier irgendwie ein Hinweis? Feuer und Wasser, Meerjungfrauenjäger von der Welle weggespült, der Herr des Meeres. Ich glaube, dass das vielleicht ein Hinweis ist. Ah. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Haben wir? Ah, ach so, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Also du kommst auf beiden Wegen, kommst du sozusagen hier wieder raus. Okay, na gut. Nee, hä? Jetzt habe ich mich vollständig verlaufen. Jetzt ist komplett vorbei. Bin ich noch irgendwo so ein kleiner Seitenweg, den die nicht gegangen sind? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Nee, das war hier, ne? Das war hier dieser Weg, den wir dann... Ja, nee, alles gut. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt hier auch nicht 50 Stunden rumeiern. Auf der Suche nach, auf der Suche nach irgendwas. Das sind ja tolle Geräusche da von draußen. Wow, hier die. Kann auch was rausspawnen? Ich frage mich halt, ob da was rauskommen kann. Ah, egal. Oh, es geht noch weiter. Okay, ich dachte, da wäre das Level zu Ende. Oh. Das schreit doch. Oh, hi. Achso, die hat zwei Hirne, weil sie auch einen fallen lässt. Hast du das, habt ihr das gesehen? Die setzt sich einfach den anderen Kopf auf. Die setzt sich einfach den anderen Kopf auf. Was zur Hölle? Watch your back, Kid. Ja, toll. Danke. Vielen herzlichen Dank für den Tipp. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte speichern sollen. Ah. Schroti Regen. Bam. Oh, ich hoffe, ich übersteuere nicht so furchtbar, wenn ich jetzt hier so in mein Mikrofon schreie. Der Musik nach ist es noch nicht vorbei. Okay. Kann ich jetzt hier raus? Ich dachte, das wäre vorbei, weißt du? Ich dachte, das Level ist hier vorbei, dass es nur das kurze Intro-Level ist, aber nein. Da ist die letzte Geschichte. Alter. Oh, hi. Komm her. Ich finde es schön, dass er da einfach sitzt. Entschuldigung. Ich hab nicht mehr gerechnet, dass da noch jemand hängt. Andy Milkway, Jäger des Nordens. Oha. Da kommen wir vielleicht. Maybe kommen wir da raus. Noch 18 Schuss, das ist jetzt auch nicht so viel. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Meine Güte. Ich habe schon besser geschossen. Achso, das war so ein Lied. Mundischen. Ja. Sparen uns mal ein bisschen. Aua! Was, willst du mich verarschen? The easy way out. Und wo geht's denn dahin? Ah.
Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hallo. Oh, hi. Oh! Wo kommt ihr denn her? Jesus Christ. Oh, hab ich mich erschrocken. Das hat man bestimmt gemerkt. Dass ich mich hier maybe erschrocken habe. Alter. Stehen die plötzlich hinter dir? Oh. Ja, tolle Wurst. Amor. Geheimnis gefunden. Ah, guck mal, da haben wir das Level auch vollständig. Nee. Oh, was war das? Was ist hier? Big Boom. Oh, natürlich sind die Viecher das Winter. War doch klar. Alter. Ah, ich revidiere alles, was ich gesagt habe. Das Spiel ist bisher sehr, sehr geil. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Wo geht's hier runter? Will ich hier runter? Ist das die gute Idee? Was wäre da hinten gewesen? Oh. Oh nein. Oh, please don't. Erste freie Fähigkeit. Dunkel musst du den Right-Mouse-Button drücken und halten. Aha. I don't like that. I don't like that. Muss das sein? Kann ich nicht den anderen Weg nehmen? Oh Gott, ist das dunkel. Ja, was mache ich, wenn ich schießen muss? Dann muss ich blind schießen, oder was? Das wird doch nicht gut enden, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ach nee, das ist ein Rundweg. Ach, hallo. Hallo? Ah, gut. Ja. Dich messer ich, Kollege. Wieso denn jetzt hier? Sind doch gar nicht auch noch welche. 100 pro spawnen hier gleich noch Gegner. Ja, war doch klar. Hab ich doch gesagt. Ui. Oh, das sind aber viele. Wie viele Schüsse haben wir noch? 10. Oh. Mein Gott. Uff. Oh, du kriegst ganz feuchte Händchen bei. Ai. Das ist schon ein bisschen doll. Jetzt habe ich doch gerochen, dass da noch in den Kampf kommt. Okay, aber dann wissen wir jetzt zumindest 98 von 121. Was? Wo habe ich denn da jetzt was verpasst? Was? 17 Minuten 44 Sekunden. Ah, I like it. Es ist cool. Es ist. Es hat was. Auf jeden Fall. Oh, will ich das nochmal machen? 98 von 121? Wo habe ich denn jemanden übersehen? Ich habe doch nur eigentlich alles mitgenommen, was man... Ah, ich habe den Easy Way Out nicht genommen, ne? Da gab es wahrscheinlich auch noch einen Kampf. Fässer zerstört. Okay, Fässer zerstört ist also offensichtlich auch eine Statistik. Kommen wir in das nächste Level. Ich wäre dankbar, wenn wir nicht wieder in irgendeiner kleinen Butze sind. Sondern, weiß ich nicht, draußen im Grünen. Ja, nur so viel zu dem Thema. Das Spiel sagt einem... Haben wir Punkte? Ne, wir haben 0 Punkte. Wir kriegen gleich einen Punkt. Welt 1, Garten. Ein Geheimnis, 8 Stories. Okay. Das sieht auf jeden Fall gut hier aus. Hier würde ich auch einziehen. Benjamin Mahoney.
Jetzt hier raus. Sir, please. Manners. Au! Der kann ja. Warum? Das ist unfair. Ich will der Einzige sein, der hier Fernkampfwaffen hat. Au! What's waiting for me outside? Ja, nichts Gutes. Das ist ein Bild von Edgar Allan Poe. Ich dachte ganz kurz, das wird jetzt hier. The best way to reach the hospital is by the docks. Logisch. Drunken Sailor Inn. Louis Martin, 79. Gast. Achso, das ist amerikanisches Datumsformat, also Monat zuerst. Also 15. März, 26 sind wir gekommen und am 17. März kommt Andy Milkway. Wie auch immer das ist. Zähmungsritual. Die Versammelten, die in rituelle Gewänder gekleidet sind, sollten eine Sanduhrform aufstellen, die die Zeit bis zur großen Erweckung misst. Der Altar sollte genau in der Mitte praktiziert werden. Bevor ein Ochse in der Blüte seiner Fruchtbarkeit geopfert wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die seine Männlichkeit mäßigen und ihn zwingen, sich den Urkräften zu unterwerfen. Maßnahmen zur Mäßigung sind Ausreißen der Hörner, körperliche Unterwerfung, Kastration, Unterwerfung der Spezies, Tadeln, geistige Unterwerfung, vorbereitetes Opfer. Aha. Logisch. Ach Gott, wer weiß, was da draußen jetzt wieder rumhängt. Der sieht doch aus wie Edgar L. Das hier sieht aus wie Al Capone. Und er sieht aus wie Edgar Allan Poe. Oh, hi. Alter. Upgrade-Punkt. Was kriegen wir? Fokussiertes Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Ah nee, das haben wir schon. Okay. Siehst nicht nur mehr, sondern weiter. Erhöhte Schussgefälle, genaue Geschosse auf, etwas weniger Schaden pro Kugel. Doppelte Waffe, doppelter Spaß. Wenn die Genauigkeit nicht mehr so wichtig ist wie eine gute Rechts-Links-Kombination. Größeres, schweres, schärferes Messer für Gegners mit besonders... Gegners. Richtig. Na lieber Chat, wie ist der Plural von Gegner? Richtig, Gegners. Taschenmesser, die für Wurfwettbewerbe, hast du es immer noch drauf, könnte geworfen werden und fügen Gegner aus der Entfernung. Oh, das ist auch cool. Teure, aber haltbare Waffe, die nicht explodiert, wenn du mehr Kugeln als die empfohlene Menge abfeuerst. Achso, also einfach mehr Pellets, sozusagen. Waffe, von dem fragwürdiger Herkunft wegen, es frisst Munition und scheidet Schmerz aus. Es frisst Munition und scheidet Schmerz aus. Ist eine schöne Beschreibung für eine Schrote. Wirklich. Das könnt ihr gar nicht so gut lesen. Moment, ich muss ganz kurz mal. Ich nehme mal ganz kurz das hier ein bisschen runter. So, Moment, dann könnt ihr es, glaube ich, besser lesen. So. Und das nehmen wir mal daneben. So, machen wir so. Moment, Moment, Moment. Wir haben es gleich. So. Plopp. Jetzt könnt ihr es besser sehen, ne? Ja, so mäßig. Ja, naja, so mäßig. Abprallende Kugeln und erhöhte Reichweite. Was ist das? Schneller Erfahrung von getöteten Gegnern. Wird sich auf lange Sicht auszahlen. Ja, das werden wir nehmen. Deine Taschen können sich ziemlich schnell mit Kugeln füllen. Nimm lieber einen Munitionsbeutel mit. Das ist auch geil. Aber ich nehme tatsächlich mehr... Finde ich grundsätzlich immer ein schlaues Upgrade für den allerersten Skill. Ich hätte auch einfach aufs Fass schießen können, ich Depp. Garten-TM. Oh nee, das wird jetzt ein Labyrinth, ne? Ich finde das so witzig, dass er sich einfach den Kopf auf die Schultern packt. Hier steht auch gar nicht jemand um die Ecke. These monsters are barrels too? Warum denn? Es ist kein Bürger gestatten, einmal der Dunkelheit das Haus zu verlassen. Jede besorgniserregende Situation muss sofort im Büro des Sheriffs gemeldet werden. Aha. Warum denn? Ja, hallo. Ey. Oh, ich habe auch schon mal besser geschossen. Komm. Ah, leck mich. Ist gemessert. Aua. Was denn jetzt? Willst du mich verarschen? Was? Was zum Fick? Leuchtet was? Was leuchtet hier? Warum leuchtet es hier? Was soll das? Wer hat es erlaubt? I wonder what's hiding in that mysterious fog.
Ja, das wollen wir unbedingt rausfinden. Da habe ich auch. Unbedingt. Ich mache jetzt einfach mal die Tür auf. Und schießen wir einfach. So. Aua. Was soll denn das? Sind sie etwa keine Erziehung genossen? Guck mal. Aua. Wenn du die schneidest, dann werden daraus einfach so kleine Kackbeasties. Guck mal, und TARDIS gefunden. TARDIS. Dafür sollte es ein Achievement geben. Oh nee, ist das hier dunkel. Was zur Hölle? Was? Nö, das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn die Musik so losgeht. Alter, wer schießt denn da? Ich habe auch nicht mehr so viel Gesundheit, ne? Lately, there had to be fresh delivery from the south. Können wir da nicht einfach rübersteigen? What's so special about this rock? Wollen wir das wirklich? Sie stellt tolle Fragen für eine Journalistin. Hä? Wie ist er denn jetzt gestorben da hinten? Was habe ich ihm denn getan? War doch klar, dass hier hinten welche sind. Hab ich doch gerochen. Sir, please stop. Sir, this is a Wendy's. Ich höre sie doch schon. Komm. Auf, Omme. Was ich sagen muss, das Sounddesign ist gut. Durch das Sounddesign weißt du direkt, was für ein Gegner kommt. Zum Beispiel dieses Radiogeräusch. Naja, Radiogeräusch ist es ja nicht, ne? Aber du weißt direkt, dass so einer. Alter. Dass es so ein Magier-Arschloch sein muss. Sag mal. Was ist denn los? Ist schon mal besser geschossen. Was ist denn das für einer? Ja, das macht ja tatsächlich Radiogeräusche. Speichern. Hallo. Guten Tag. Ich drücke E zum Schnellspeichern. Wir können einfach nur E drücken. Ich muss gar nicht immer das Speichermenü aufmachen. Das ist nicht gut. Wir wissen alle, was passiert. Wir wissen alle ganz genau, sobald ich diese Schüssel aufnehme. Ja. Spawn hier dicke Gegner. Ach, hey je. Aber holy moly, der Soundtrack. Oh. Oh, hallo. Oh, das war das Pass. Ey, geh weg. Neue Stufe. Guck mal, wir haben jetzt schon unser neues Upgrade. Ah, ich mag das Spiel. Oh ja. Ja, komm. Komm doch. Ein schlimmster Albtraum bin nicht ich. Guck mal, hier ist das Auto. Ann Martin, Docs 12E1890. Ann, I promise, I'll find Lewis alive. Ah, Amok. Yes, wir haben alles. Sehr gut. Wow, was ein cooles Spiel.
Kostet das 2 Punkte? Ne, kostet 1 Punkt. Nehmen wir. Das nächste Upgrade ist maximales Leben oder noch mehr Erfahrung. Erhalte so viel Erfahrung, wie es die Grenzen deines Verstandes zulassen. Mein Gott. Kannst du auf Nachrichten antworten? Alter Falter. Das Spiel hat... Wow, hat viel Adrenalin, viel Oktan. Eieiei. Nächstes Level. Hopefully in the town I'll find someone who I can talk to. Ja, bis jetzt sah das eher schlecht aus. Ja. Lief gut. 11 Minuten. 98%. Scheiße, ein Fass habe ich nicht zerstört. Ach, verdammt. Die sehen alle sehr gut aus. Auch alle sehr frisch und knackig und jung. Moment, ich muss nochmal. Das ist irgendwie blöd. Ich mache das doch nochmal hier hoch. Ich muss dann vorlesen, aber das ist ja doof. Ihr seht dann ja so irgendwie die Hälfte nicht. So. Zack. Das ist, glaube ich, besser. Ach so. Ein Geheimnis, 7 Stories. Okay. Verkündet gemeinsam die Herrlichkeit des Herrn der Ewigkeit. Achso, Herrlichkeit des Herrn der Ewigkeit. So rum. Schuh raus. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das wird jetzt. Was? Ja, bitte. Oh, was ist das denn? Fähigkeit. Beim Rauchen tritt der Fluch des magischen Schwerts in Kraft. Jeder Treffer heilt Wunden und verursacht eine Menge Schaden. Alle auftretenden Schmerzen werden reduziert. Die Verwendung der Kräuter verbraucht Wahnsinnspunkte, die du erhältst, wenn sich dein Wahnsinnswert erhöht. Die Zahl neben dem Fertigkeitssymbol zeigt an, wie oft die Fertigkeit eingesetzt werden kann. Jede Fähigkeit, die Punkte kann nur begrenzt werden, da sie scheu nicht davor zurück, sie einzusetzen, da sie reaktiviert werden, wenn sich dein Wahnsinnswert erhöht. Okay. Das klingt spannend. Das geht bestimmt gleich gut los hier. Nehmen wir schon mal die Schrote. Ja, okay. Da steht garantiert gleich einer. Ja, weiß ich doch. Oh, hi. Aua, aua, bin ich voll reingelaufen. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier krampfhaft versuche, mit dem Dings zu lösen. Ey! Alter! Mich verarschen! Wadenbeißer. Das sind die schlimmsten. Wo sind die anderen? Da hinten. Ich glaube, das sind tatsächlich Polizeibeamte. Alter. Ich habe aber auch Buch. Ich habe nicht mehr so viel Gesundheit. Aiden McDonald vermisst. Hi. Also tatsächlich Polizeibeamte. Also deswegen auch die Radiogeräusche. Also ich war tatsächlich gar nicht so schlecht mit Radiogeräusch. Es ist 5:45, Freunde. Die Italy. Okay, aha. Vote for Mahoney. Pestis will first. Ja, weiß ich ja nicht. Guten Tag. Wie heißt das Level eigentlich? Welt 1 Straßen. Hatte ich jetzt noch einen Punkt? Nee. Oh, eine Ratte. Kopfschuss. Naja. Ich habe die DPI meiner Maus verändert und das war keine gute Idee. Ey. Mal ein bisschen gucken, nicht dass ich so übersteuere mit der Musik, weil die auf meinen Ohren relativ laut ist, aber anscheinend. Ah, da sind. Arschgeigen. Ich mag, dass mich irgendwas aus dem Hinterhalt angreift, aber.
Aua. Boah, und sofern du keine Kopfschüsse landest, ne? Alter. Ich habe auch wirklich schon besser gezielt heute. Da, na bitte, Kopfschuss geht doch. Well, I guess Law is dead. I have to take matters into my own hands. Achso, das ist eine Kopfmütze. Ah! Aua, aua, aua. Au. Ah, fuck. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Ja, ja. Ah, fuck. Das war nicht so. Spielende vor allen Dingen auch schön. Komm, wir starten das Level nochmal neu. Was ist das denn? Das kann ja noch gut werden. Achso, das haben wir schon gelesen. Das kennen wir schon. Meine Fresse, ey. Das Problem löse ich jetzt mal anders. Aua. Alter. Wie sehr kann man denn daneben schießen? Das ist, glaube ich, wirklich. Ich muss mich auf eine DPI-Einstellung einigen, mit der ich vernünftig zielen kann. Weil sonst wird das nichts. So, das haben wir gefunden jetzt. Ja, komm, um die Ecke. Achso. Irgendwie habe ich erwartet, dass du stirbst. Was? Kommt da jetzt ein Aber? Oder? Ich nehme hier Sonnenbrillen auf. Das ist ja auch geil. Also, dieses Level läuft bisher nicht so gut. Ja, ja, komm. Oh. Hi. Guck mal, er kommt da von da ganz hinten, kommt er da angeschissen. Ganz da von hinten. Oh, hi. Was schießt denn da eigentlich? Das wollte ich noch rausfinden. Ach, was? Alter! Wir haben einen fucking Flammenwerfer. Was? Die haben vor allem eine gewisse Art von Schild. Well, I guess Law is dead. I have to take matters into my own hands. Boah, die nehmen echt viel. Oh, da geht's weiter. Das ist aber schön. Hallo. Oh, sorry Leute, das müssen wir nochmal machen. Das war ja furchtbar. Das geht ja gar nicht. So wenig Skill. Das kann ich nicht akzeptieren.
Ich hätte diese Fähigkeit gerne schon mal eingesetzt, aber das hat... Oh, hi. Ich hab vergessen, dass von daher auch welche kommen. Da, Kopfschuss bitte. Bam. Er saß zumindest. Oha. Was kann man echt nicht machen da? Oh, guck mal, die verstecken sich dann auch, ne? Die gehen dann auch wirklich kurz in Deckung. Was man nicht unterschätzen darf, die haben kein langes Telegraphing für ihre Attacken. Also die legen relativ zügig los mit ihren Angriffen. Achso, gilt eigentlich jetzt das andere auch als gesehen? Nee, es gilt nicht als gesehen. Du musst sie jedes Mal... Jetzt gilt es als gesehen. Also du musst sie tatsächlich jedes Mal angucken. Sonst gilt es nicht. Na komm. Hä? Willst du mich verarschen? Das zweite war wohl auch ein Kopfschuss oder was? Da, bitte. Geht doch. Los geht's. Oh, hi. Der Medic ist dein ärgster Feind. Der Medic bin nicht ich. Hahaha. Hi. Oh, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Die nutzen halt Deckung, ne? Das ist mies. Wenn die nicht aktiv auf die feuern, nutzen die Deckung. Hä, hallo, das war ja wohl ein Treffer, oder was? Die verarschen? Na komm! Zeig deine hässliche Visage. Der Witz ist irgendwie, wenn ich reflexhaft ziehe, dann ziehe ich irgendwie besser. Das sind echt taffe Kunden, wirklich. Ey! Oh. Na komm. Wie geil. Geil. Finde ich gut. Müssen wir öfter machen. Doch, ich bin viel zu begeisterungsfähig, was sowas angeht. Also, geil. Let's go. Wo geht's hier lang? Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir auch noch nicht, ne? Müssen wir nicht hier lang? Bitte. Ah, wir gehen erstmal hier lang. Oder? Da, bitte. Wo geht's hier durch? Ja. Ach, scheiße. Mein Schuss war zu langsam. Kick seid ihr, mein Gott. Hat die eine nicht irgendwie Health gedroppt? Anscheinend nicht. Schade. Neue Waffe. More weapons. Now we're talking. Okay, also zieh anscheinend weiter. Dann nehmen wir nochmal hier hinten den Weg. Ah ne, hier war ich schon. Ah, das ist der andere Weg. Achso, ah, okay, das ist der andere Weg. Hier hätten wir auch gehen können. Okay, schade. Ich dachte, da kommt noch was. Also halt.
strong feelings one way or the other. Ah. London, ihr Massenanfälle von Krankenhäusern, Ozean werden die Stadt überflutet, ist unter Wasser, Times New Rome, ein Erdbeben zerstört den Dom Pontificalis. Ah, das klingt ja, als ob die Welt gerade so ein bisschen am Abkacken ist. Du bist neu. Hi. Muss noch ein Fässer zu zerstören. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nach. Ja, nee, das schreit Arena Battle. Wenn ich da eine Hede ziehe, dann das ist ein Arena-Kampf. Das sehe ich doch. Die Armor nehmen wir mal schon mal. Oh Gott. Das kann nicht gut werden. Das wird gleich richtig schrottig. Pass mal auf. Egal. Let's go! Oh, das war voll daneben, der Schuss. Oh. Na komm, gib mir meine Fähigkeit. Yes, gib mir meine Fähigkeit. Let's fucking go. Wie das war's jetzt. Das war doch nichts. Someone dropped this. Sure. Boah, das Spiel versetzt einen echt so ein ganz kleines bisschen in Blutrausch, ne? Das ist wirklich so, wenn es dann losgeht, wenn der Soundtrack ballert. Ja, komm. Oh, hinter mir. Hallo? Könnten Sie bitte mal sterben? Danke. Willst du mich verarschen? Ich habe einen Punkt. Okay, jetzt kann ich den Gesundheitspunkt nicht nehmen. Na gut. The knowledge. Oh, I've opened my third eye. Oh, wir nehmen's. Ah, hi. Bam. Oh, hi. Ah, guck mal, da ist schon der nächste. Da war schon das nächste Level. Nächstes Level. Und zwar nehmen wir die... Wenn Spray and Pray nicht so dein Ding ist, dann modifiziere die Waffe, dass er einen fokussierten Energiestrahl ab... nutzt Energiemunition. Okay. Oder stabiler und viel schneller pumpt sie mit Blei voll. Ich glaube, es wäre mal Zeit für ein Schadensupgrade für die Schussgeschwindigkeit und maximales Leben. Du wirst es brauchen, dringend. Oh Gott. Oh Gott, wie viele Waffen kommen denn da bitte noch? Eieieiei. Was ist das? Ich nehme mal, ja, da nehme ich, glaube ich, erstmal mehr Munition. Wir nehmen mal mehr Munition. Wir haben jetzt schon wieder 153 EP-Punkte. Having more bullets wouldn't hurt. Nee, mehr Kugelschaden. Oh, hi. Hä? Oh, jetzt kommt er hier an. Was willst du denn jetzt? Fischgestack aus der örtlichen Kläranlage für unsere Bürger. Mein erster Plan als Bürgermeister wird die Inspektion sein. Es wird Zeit, dass wir die Schicksale der Stadt. Ist der Macht der Mahoney-Familie verdorben? Dieses Gebiet der Generation beherrscht. Die anstehenden Wahlen könnten das ändern.
Ah, und er ist der Erste, der wahrscheinlich einer der Ersten, der verschwunden ist. Gib ich die Brief und Siegel. Na komm. Pitch. Ah, guck mal, wer kommt denn da? I feel better already. Marinierte Garnelen. Okay, cool. I thought alcohol was outlawed. Unless these barrels weren't supposed to be here in the first place. Ach so, ja. Es ist ja auch Zeit der Prohibition, technisch gesehen. For the sake of the future of Festus will. Ich hab grad eigentlich bessere Dinge zu tun. Komm! Ach, Schrote, beste Waffe in jedem Spiel, wirklich. Komm, let's go! Oh, das war die falsche Waffe dafür, aber ist egal. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin oder was ich tue, aber ist egal. Rip and tear. Rip and tear. Ja, komm. Rip and tear. Oh, ready to slay some monsters. Das habe ich ja ganz vergessen, dass die existieren. Oh, hi. Vivat Musik alle. Oh, ich habe anscheinend keine Ammo mehr für die Brote. Finde ich ja jetzt blöd. Aber wir haben einen neuen Punkt. Und wir nehmen. Messerstöße noch tödlicher, deine Wut noch größer. Klingt ja an sich erstmal gut. Mehr Kugeln pro Schuss erhöhte Reichweite oder abprallende Kugeln erhöhte Reichweite. Ja, komm, abprallende Kugeln erhöhte Reichweite. That? That is absolutely disgusting. I like it. Die Frau hat auch mal ganz grundlegende Probleme. Was ist das? Eine Parkuhr. Roaming the streets is pointless. I need to get to higher ground. Ja, aber ich will gucken, ob ich hier noch was vergessen habe. Müssen wir nach Skid. Guck mal hier. Ja, wenn man so mit seiner Munition umgeht, wird das nichts. Ich würde hier irgendwo noch was rumkrepeln. Oder sind das nur einfach nur Ambient Noises? Ah, guck mal. Haben wir Geheimnis gefunden. Aha. Oh, hi. Alter Falter. Die sind auch ein bisschen sehr widerlich. Aua. Oh, hi. Oh, das nenne ich mal Sound. Das nenne ich mal Sound, wenn die Dinge, das Ding losgeht. Let's go! Bevor die Punkte verfallen, kann ich es auch nutzen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo es weitergeht. Ich muss mal darauf achten, ob die Punkte verfallen. Das habe ich jetzt einfach so angenommen, dass das Ding halt... Dass die Wirkung halt... Sieht aus, als ob es hier reingeht. Ist irgendwo ein Knopf? Gibt es zwei Geheimnisse? Ne, wir haben das Geheimnis schon gefunden. Wir haben eines gefunden. Gut. Ich habe allerdings vergessen, wo es weitergeht. Ich höre doch irgendwo noch was. Das hier ist auch eine sehr schöne Anspielung. Auf S. Wie geht's denn hier weiter? Jetzt vollkommen behämmert? Ich
stand doch schon vor der Tür. Betriebsblindheit. Ja, hier schon mal nicht. Hier. Hier, maybe. Ja, wo ging es denn jetzt hier weit? Nee. Das war ja jetzt vollkommen falsch. Hier war auch falsch. Nee, von hier kommen wir. Scheiße. Wie geht's denn weiter? Na, hier geht's auch nur. Hä? Was? Also es ist ein Schatten, das sah ganz gut aus, als ob da irgendwie die Welt sich verbiegt. Nee, hier waren wir auch schon. Jetzt sind wir am Anfang. Gehen wir mal hier lang. Wo zur Hölle war denn diese Tür? Wir haben halt auch keine Karte, ne? Das ist auch suboptimal. Ich bin jetzt bestimmt auch schon dreimal wahrscheinlich dran vorbeigelaufen an der Tür. Scheiße, wo war die denn? Fuck. Können wir übrigens ganz kurz mal darüber reden, dadurch, dass dieses Porträt von ihr da unten, ne, hat auch so ein bisschen Doomguy-Vibes. Nicht Doomguy, sondern, ah, hier. So ein bisschen. Ich habe schon wieder Fässer ver... Oh, ich habe schon wieder... Aber 134 von 134 Kills, immerhin. Hat so ein bisschen nicht Doomguy, sondern Wolfenstein-Vibes. Also es ist sehr, sehr viel in diesem Spiel. Der Soundtrack ist geil, der ist Doom-like, der... Die ganzen Anleihen, so wie das Ganze funktioniert, ist von den Mechaniken sehr wie Quake und die alten Wolfenstein-Teile. Also ist schon mega gut einfach, muss man sagen. Finde ich extrem geil, das Spiel. Welt 1. Oh Gott. Dächer, sieben Geheimnisse, sechs Stories. Ei, ei, ei. Und Fässer. Denk an die Fässer. Mais. Aha. Praise the night. Was passiert, wenn ich die Tür aufmache? Steht Bertha da. Oder Karen oder wer auch immer und will Dinge von mir. So ganz kurz mal auf den anderen Bildschirm rüberschielen. Oh. Das sieht schon mal gut aus. Oha. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich direkt auf was schießen, aber gut. Wird das jetzt hier so ein Parcours-Level? Aber offensichtlich. Oh, lass mich raten, wenn ich hier runterfalle, ist das ein Instant-Kill? Ziemlich sicher. Don't panic. Slow and steady. Ja, slow and steady hat uns bisher ja weit gebracht in diesem Spiel. Schnauze. Beschäftigt. Oh. Ja. Ja, guck mal, sie verändert, jetzt zeige ich mal wieder, ich zeige mal wieder auf meinem Bildschirm, aber sie verändert tatsächlich, achtet mal drauf, mit weniger Leben sehen wir auch anders aus. Es ist halt einfach Wolfenstein. Level neu starten. Boah, jetzt noch nicht so viel verpasst. Eieieiei. Gibt's hier oben noch was? Ah, guck mal. Well, looky, looky. Geheimnis gefunden. Hat sich ausgezahlt, dass ich auch mal die Wolfenstein-Spiele gespielt habe. Ja, ja. Sie guckt auch die Augen. Die Augenpartien sind auch sehr wie JB Blazkowicz, ne? Ja, 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 ich weiß. Das sind jetzt irgendwie mehr. Das waren vorhin weniger. Also offensichtlich scheinen sich auch die Gegner-Spawns ein bisschen zu unterscheiden. Don't panic. Slow and steady. Ich werde hier sowas von wieder runterfallen. Aber hallo. Kannst du wissen, dass ich hier wieder runterfalle?
Jetzt ist die Frage, ob ich tatsächlich ihr... Jetzt komme ich ja nicht mehr zurück, ne? Wo bist du denn her? Was willst du? Was? I pretend I didn't see that? See what? Was haben wir nicht gesehen? So. Leben noch mitgenommen und weiter. Oh, hi. Einfach nur, damit wir die Kills mitnehmen. Joink. Du hast gerade die Kamera erhalten. Eine weitere Fähigkeit im Arsenal. Wenn du sie einsetzt, können sich alle Gegner deiner Zeit lang eine Zeit lang weder bewegen noch angreifen. Kostet außerdem Punkte, die du durch Wahnsinn erhalten hast. Eine Fähigkeit wird der Taste auf dem Fähigkeitssymbol zugewiesen. Achso, okay. Die Rückkehr ist her. Ich rufe euch, mein Herr, kommt und den Platz auf dem goldenen Thron. Ich rufe euch, mein Herr, herrscht unsichtbar und lasst mich nie mehr allein. Nähert euch, mein Herr, belohnt euren tollen Dianen. Nähert mich, mein Herr. Meine Gebete an die Ozeane sind inbrünstig. Chor, erwache aus dem ewigen Schlaf. O Herr, o Herr. Ich glaube, das ist jetzt nicht so an einen christlichen Gott gerichtet. Es ist nur ein Verdacht. Mann. Kommen wir jetzt hier zurück dahin, wo wir eigentlich hätten hin sollen? Dafür ist natürlich die hier perfekt geeignet, dieses Stück. Halt. Ha! Ins Gesicht! Oh Gott. Was ist das hier schon wieder? Es riecht doch schon wieder nach Arena-Kampf. Ah, ne, ist ein Geheimnis, okay. Aber so an sich riecht es nach Arena-Kampf. Da ist eine rote Tür. Hier geht es in zwei Richtungen weiter. Ach komm. Was soll der Geiz? Mein Gott, die hat schon... Hallo? Soll ich da runter? Muss ich da runter? Ich weiß es nicht. Ich will erstmal in die andere Richtung. Oh, hi. Ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Wo kommst du denn jetzt her, hier aus der Ecke? Das Spiel liebt es, dich ja auch wirklich mit irgendwelchen kleinen Ecken zu ärgern, ne? Besser gehören zerstört. Nee, Caitlin, wirklich nicht. Hab keine Zeit für deinen Shit. Wirklich jetzt? Jämmerlich. Ja, von da kommen wir. Jetzt haben wir prinzipiell den roten Schlüssel, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir da unten lang sollen. Ah, toll. Was? Oh Gott, das Geräusch hat mich erschreckt. Das Geräusch war ja widerlich. Mehr Kugeln per Schuss. Sieht gut aus und feuert sogar noch besser. Jetzt hast du damit verwendet. Ja, komm. Mehr Punkte für die Schrote. That's a sick pump action. Dangerously close to being uncomfortable to hold, though. Ich weiß halt nicht, ob wir hier lang sollen. Oh, ach nee, das ist keine. Da kann man nicht dran hochklettern. Na gut. Ich würde sagen, Versuch macht klug. Wenn ich jetzt hier nicht noch fünfmal runterfalle. Wir gehen ja jetzt einfach mal lang. Ah. Nee. Hä? Wo bin ich ja jetzt hier? Irgendwo, wo es einen Fahrstuhl kaputt machen gibt. Das ist schon mal das Wichtige. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, da geht es irgendwie weiter.
Wo geht das denn hier hin? Abgrund zur Hölle oder was ist das jetzt hier? Geheimnis gefunden, okay. Und das ist ja offensichtlich der Abgrund zur Hölle. Da unten wimmelt es wahrscheinlich von Gegnern. Ja, war doch klar. Ich hab gesagt, dass es hier von Gegnern wimmelt. Ja, komm. Jetzt erst. Weiß ich nicht. Ein bisschen Shotgun, ja geil. Ja, das ist ja Übelkeit induzierend. Können wir das bitte aufhören? Das ist ja widerlich. Das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen jetzt gar nicht... Aber guck mal übrigens, ich möchte ganz genau hinweisen, dass die Fähigkeitspunkte nicht... Also du verlierst nicht. Also ich glaube, sobald du einmal 100 Punkte Wahnsinn hast... Ja, ich sehe nicht... Ach guck mal, jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay, cool. War also wirklich nur... Ah, jetzt ist es hier zu. Okay. Wie schön. Sobald du deine 100 Punkte Wahnsinn hast, hörst du auf oder kriegst du halt einen Fähigkeitspunkt jeweils. Waren wir jetzt hier schon? Hier waren wir noch nicht, ne? Kriegst du jeweils einen Fähigkeitspunkt? Ich bin übrigens sehr dankbar, dass es bisher noch nicht so viele dunkle... Ach so, das ist jetzt der Punkt, wo es dunkel wird. Na gut. Es ist sehr dunkel hier, mein Gott. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Achso, du kriegst halt... Uah. Ach, fuck. Du kriegst halt einen Fertigkeitspunkt und dann, ja. Nö, ach, weißt du. Matsch. Was? Achso. Neue Waffe. What? Ganz toll. Was ist das? Also du bist ein bisschen genauer anscheinend als die andere. Ah, komm. Jetzt. Ich würde mir ja wünschen, dass die Nahkampfwaffe irgendwie auf einem anderen Stop wäre. Die Titanic-Katastrophe, Eisberg und oder Alkoholverschwörung. Aha. Die Pflichten eines Bürgers werden von Connor Wall, passt euch an die Vorschriften an und ja, okay. Bonfire. Na, woher kennen wir das? Es sind halt so viele kleine ja, Nots, also so viele kleine Kopfnicken hin zu anderen Spielen. Also was eigentlich? Haben wir einen neuen Punkt? Nee. So, hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Und da kommen wir. Na gut. Und hier hoch. Da kenne ich ja nichts. Gibt es eigentlich Bonuspunkte für Environment Kills? Ach komm. Ah, war leider da hinten.
Ich merke so langsam, ich hätte vielleicht doch den Priester spielen sollen, so rein von dem, wie ich mich hier verhalte. Aber auch insgesamt läuft es doch eigentlich einigermaßen. Oha, was ist das denn? Ah, fuck. Oh, das war mäßig schlau. Ja, so ein bisschen Parkour laufen, gar kein Problem. Cool. Gar kein Problemchen. Easy peasy. Oh Gott. Hier hinten was? Das wäre so der Ort, wo ich was verstecken würde als Entwickler. Da unten könnte ich wahrscheinlich theoretisch möglicherweise hin. Alkohol. Was macht denn Alkohol? Ah, Alkohol bringt mir Wahnsinn. Ah, stimmt, da war was. Aber ist ja auch nur was. Hm. Ja. Oh, die Scheiße. Ich arbeite hier. Das ist Behinderung journalistischer Arbeit oder so. Amor. Lecker Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Wie sieht es eigentlich aus mit 4 von 7 Geheimnisse, 4 von 6 Stories? Okay, habe ich einen Punkt? Ich habe einen Punkt. Was nehmen wir denn? Wir nehmen. Instabile Waffe, instabile Explosivmunition. In der Reihenfliege. Hi, ja, es ist. Hi, schön, dass du da bist. Es ist tatsächlich extrem Doom. Es ist extrem Doom, es ist extrem Quake, es ist extrem. Wolfenstein. Es ist ganz, ganz viele Sachen. Und es ist ziemlich geil. Nutzt Sprengmunition. Oder repariert und übertakte, kann diese SMG mit zu zählen und weiter. Vollautomatisch erhöhter Schaden. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ach komm, ich nehme einfach erstmal mehr Ammo. Was kommt denn hier hinten noch? Hier hinten kommt dann noch maximale Munitionskapazität. Und was das ist, können wir noch nicht sehen. Okay. Das hier? Weiß ich noch nicht. Everyone needs a bag. A bag full of lead. Sie ist halt überhaupt nicht der Charakter, für den ich sie gehalten hätte. Also ich hätte so gedacht, dass die so ein bisschen so, oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Was soll die Scheiße? Nö. Und stattdessen ist sie einfach cool. Untote Monster. Erstgeschenke für die Gemeinde. Aha. Das ist irgendwie sehr witzig. Hier. Das kann nichts Gutes sein. Ich guck mich erstmal nochmal um. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Hier waren wir auch noch nicht. Gedärme, Innereien. Ach doch, hier waren wir auch, ja. Hier waren wir auch schon. War ich schon überall? Echt? Oh. Wie schade. Na gut. Ein Bett. Da möchte ich mich jetzt reinlegen, unbedingt. Was? Ja, super. Das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich jemandem glaube, der irgendwo hier schon geschrieben hat. Alter. Oh, ich hab schon 2 Charges. 2 Charges von meinem Rip and Tear. Das müssen wir nutzen. Die Gedärmisch fliegen schließlich nicht von alleine durch die Gegend. Armor. Soll die Grütze. Stirb halt. Hi. Wo ist denn so ein harter Cut mit dem Schatten? Das sieht ja weird aus.
Moni. Oh nö. Wenn ich das schon sehe, dann weiß ich doch, was da gleich kommt. I don't like where this is going. Nee, ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Wir wissen beide, dass das gleich ein Arena-Kampf wird. Na komm. You wanna dance? Ja, komm. Let's fucking go. Wo sind die denn? Da. Sind die Gegner. Hab ich nicht noch einen Schaden? Ah, scheiße, ich muss natürlich wieder aufladen. Ah. Ah, komm. Oh. Falsche Richtung. Komm, gib mir mehr. Gib mir mehr. Jetzt scheitert wieder an den Distanzzielen. Mein Gott. Wo ist der letzte? Hängt doch noch irgendwo einer rum. Ah, das war's noch nicht. Fuck yes. Do I have everybody's attention now? Fuck yes. Das war geil. So, gibt's hier noch irgendwo Secrets? Fishing Contest. Hurra. Da machen wir mit, sobald das hier vorbei ist. Machen wir jetzt mal beim Fishing Contest mit. Ah, ja, schön. Haben wir ein bisschen Muni, aber da waren wir schon. Da kommen wir auch nicht mehr rüber. Nee, ich glaube, von hier kommen wir nicht zu irgendwelchen Secrets. Das ist aber schade. Zumindest sehe ich auch nichts. Na dann. Weiter geht's. Geschichte. Resurgence and deer antlers. Das sieht nach irgendwelchen Ritualen aus. Explosivmunition, Muni. Gekrempel. Ich habe nicht alle Secrets gefunden, ne? Ah, verdammt. Secrets 4 von 7? Ist ja peinlich. 4 von 7 Secrets nur. Naja. Was soll's. 92%. Oh, und 2 Kills nicht. Oh, ich habe 2 Untote nicht gefunden. Oh, das ist ja schlimm. Ei. Was machen wir denn jetzt? Ah, ja. Muss mal ein Stückchen trinken. So friedlich mit dem, mit den... Ich frage mich auch, ob der andere Charakter dann halt auch andere Fertigkeiten hat. Ah, oh, guck mal. Die kennen wir doch. Wir sind immer noch Welt 1, Hafen. Also ich frage mich, wie lang das Spiel halt ist. Warnung, Skorbut, schützt eure Zähne vor Schimmel, indem ihr Mund täglich mit Himbeerwasser, Minze und Holunderbeersud spült. Ich glaube, in Holunderbeeren ist tatsächlich viel Vitamin C. Also ich weiß jetzt nicht, ob Holunderbeersud dann noch so viel Vitamin C enthält, weil Vitamin C ist hitzeinstabil, aber so prinzipiell. Das sind auch wieder die wichtigen Themen hier. Oh nö. Mann, ich habe doch noch gar nicht richtig angefangen. Was soll denn die Grütze? Mann, chill doch mal für 2 Sekunden. Nicht ins Wasser, ja. Oh. Also schwimmen ist auf jeden Fall nicht. Wo ist denn der andere? Hier war doch hinten noch einer. Oder nicht? Ja, hier. Ich kann sagen, ich hab's doch gehört. Ah, okay. Also wir müssen hier über die Dinger hüpfen, deswegen. Ah, ich verstehe. Na komm. Warum ist Zielen ist schon wieder nicht meine Stärke? Nein. Und Parkour auch nicht.
Also visuell ist das Spiel auch einfach echt einzig. Da kamen ja Fische raus. Welcome to hell. Ja. Wo sind sie denn? Entschuldige Spiel, ich habe jetzt nicht so mit Fischgranaten gerechnet. Aua! Was soll denn die Scheiße? Fischgranaten. Kacke, ey. Was zur Hölle ist in eurem Fisch, dass euer Fisch explosiv ist? Guck mal, die hat auch so ein hübsches Fischmuster, die Shotgun. Ich mag die, ist schön. Die hätte ich gerne. So auch für zu Hause. Was ist er denn? So, bitte. Fresst halt Blei. Oder Schrot in dem Falle. Was wahrscheinlich auch Blei ist, aber ist egal. Was ist das jetzt? Oh, jetzt sind schon wieder so viele von denen. Achso, da ist eine Geschichte. Das Frachtschiff Blue Squid unter der Flagge der Cargo Navigation East Coast Company. Hafen am Festival, Baumwolle, Mais, marinierte Garnelen. Hafer, marinierte Garnelen, Erdöl. Aha. Was machen wir jetzt mit der Info? Nichts. Mit hierhin? Geschichte. Entscheide selbst über dein Schicksal. Und daneben liegt ein Strick. Und hier sind Balken. Toll. Ja. Hallo. Ah, Geheimnis. Na klar. Neue Fähigkeit. Du hast gerade eine Voodoo-Puppe aufgehoben. Wenn du sie verwendest, beschwörst du eine geheimnisvolle Kraft darauf, die alles in deiner Nähe vernetzt. Diese Fähigkeit kostet Punkte. Okay. Coolio, I guess. Für F. Did someone drop this doll? It doesn't look like a normal toy, though. Does it? Ich glaube, nichts sieht hier wie nach normal aus. Nichts ist hier normal in dieser Stadt. Gar nichts. Machen wir mal einen Speierpunkt. Hallo. Hier runter. Speierpunkt. These noblemen have seen better days. Oh, ach, das sind, Psych Reader. Read by Verdum. Guck mal, er hat auch eine. Okay, ja, ich hinterfrage das jetzt einfach nicht. Es ist nicht gut für meine geistige Gesundheit, wenn ich das hinterfrage. Einfach. Ah, leck mich doch. Ich treffe das fast nicht. Wo ist der andere? War doch gerade noch ein zweiter. Wo ist denn der hin? Upgrades. Moment, das müssen wir noch fix machen. Erhöhter Schaden, erhöhte Schussgeschwindigkeit oder den im Prinzip daraus einen Granatwerfer zu machen. Schwierig. Ich würde eigentlich mal gerne auf irgendwas hinaus, was irgendwie Gesundheit gibt. Dafür muss ich, glaube ich, tatsächlich leider einen Punkt von diesem wild gewordenen Irren. Naja, die sehr wild gewordenen Irren. Aber gut. Wenn ich das jetzt nehme, heißt das automatisch, dass der Pfad dann hier gelockt wird. Aber das ist auch nur die maximale Munitionskapazität. Okay, nee, das bringt mir auch nicht so viel. Ich will ja irgendwas, was noch Richtung maximale Gesundheit geht. Und dann muss ich leider Gottes... Nämlich das hier.
Was ist das? Noch maximal viel Licht. Okay. Ey, das ist dann... That bulb was so weak. Here's the better one. Was? Oh, hallo. Was sind das für Lichter? Oh, habe ich keine Muni mehr? Oh, das ist schlecht. Doch, habe ich noch. Wollte schon sagen. Alter, wie viel Stress die denn? Na bitte, geht doch. Nein, verdammt. Das kriegen wir hin. Das Secret, das kriegen wir hin. Ah, looky looky. Oh. Hello there, buddy. Need a friend? Oh mein Gott. Oh. Ah, jetzt können wir die Waffe nicht wechseln. Das ist sozusagen jetzt unsere feste Waffe. Wahrscheinlich für exakt 100 Schuss und dann ist es alle. Da hinten ist nichts mehr. Ein Torment, das sieht aus wie eine Lewis Gun. Das sieht vertrauenserweckend aus. Ah, ich sehe schon, warum wir die gebraucht haben. Oh, manchmal wird man einfach... Was ist denn jetzt? Guck mal, Hirn und Hand im Glas. Eingewecktes Hirn. Ganz ehrlich, ich würde das ja nicht machen, wenn ich... Ich muss mal um. Ich würde mir das ja gut überlegen, ob ich... hallo, wo kommt ihr jetzt her? Wo kamen die denn jetzt bitte her? Logbuch, Fahrt 106 New Orleans nach Boston, Captain Tom Phillips, 29. November 1925. Wir sind um 7.46 Uhr mit New Orleans mit einem vollbeladenen Schiff Baumwolle, Erdöl und Lebensmitteln an das offene Meer hinausgefahren. Streng Wetter ist die Wettervorhersage optimistisch, Windstärke soll 3 nicht überschreiten, bla bla. 1. Dezember. Die Blue Squid ist im Hafen von Norfolk eingetroffen, wo ein Teil der Waren ausgetauscht haben, gemäß den Verkaufsbüchern und für eine Nacht bleiben. Unser Steuermann leidet an Fieber, er ist in seiner Kabine. 5. Dezember, wir haben New York hinter uns gelassen, sind nur auf dem Weg zum eigentlichen Ziel Boston. Der Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, seine albtraumhaften Schreie. Oh, albtraumhafte Schreie sind auch immer eine schlechte Kombi. Müssen wir hier sein? Und nicht woanders hin? Gefällt mir hier nicht. Es ist hier nass und dunkel. Und überhaupt. Was? Oh, guck mal. Wenn hier so viel Armor rumliegt, das kann auch schon mal kein gutes sein. Ne? Ah ja. Verstehe. Na dann, let's go! Wo ist der noch? Bin ich blind? Wo ist der noch? Da oben. Oha. Hier noch einer. Da oben. Arschgeige. Arschgeige. Echt jetzt? Schmeißt er einfach von da unten vergammelten Fisch. Wo sind wir denn hier bei Asterix? Verleih nichts auf Wish bestellt, oder was? Geschichte. Architektonische Pläne eines Geheimlabors. Fragment eines ovalen Schlüssels aus Meteoritengestein. Kunstvolles Medaillon mit einer Kultrune. Oh, guten Tag. Jetzt können wir ihn mal aus der Nähe angucken. Das sieht ja gut aus. Fracht Erdöl Transport Blue Squid. Nächstes Level. Ja. Oh, habe ich.
Ah, 2 von 2 Secrets und 7 von 7. Sehr schön. Ach, und ein Fass habe ich nicht gefunden. Verdammt. Und ein Kiel nicht gehabt. Verdammt. Gibt's doch nicht. Ach ja, schön. Na komm, weiter. Weiter, 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 weiter. Oh, wo sind wir denn hier? Welt 1 Krankenhaus. Ja, da fühle ich mich ja gleich wie zu Hause. Ein Geheimnis, 4 Stories. Klingt ja eher nach einem Lewis. Kurzen Level. Lewis. Woher wissen wir echt, dass er hier ist? Das ist nicht Lewis. Hoffe ich zumindest. Ich sehe, wird steriles Arbeiten großgeschrieben. Jod, Warnung. Verzehr kann zu akutem Durchfall und zum Tode führen. Aha. Oh, guck mal, das sind jetzt Ärzte. Die haben einen Skin. Ah. Oh. Kollegen. Moin. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über, weiß ich nicht, neueste Methoden zur Ausweidung zu reden. Lobotomie, ja. Lobotomie, ein großer Fan von ihr. Persönlich. Hatte schon 5. Schade, ist nichts mehr. Moni. Oh. Hi. Hi. Oh. Okay. Cool. Klassiker. Montagmorgen auf Arbeit. Gehen wir. Ach nö. Irgendwie gebufft kann das sein. Oh, diese Geräusche dazu sind natürlich. Oh. Hi. Ganz schön einstecken, ne? Alter, der Sound, der ballert halt wirklich hart. Ich habe auch gar keine Chance zu lesen, wie die Gegner heißen, ehrlicherweise. Alter, Alter, ey. Ich weiß nicht, ob ich hier lang möchte unbedingt. Ich weiß das nicht. Eigentlich nicht. Aber ich habe auch meine ganzen Skills, ne? Ich muss. Ach komm. Was soll's? Ja, können wir doch mal nutzen. Gehen wir in die Mitte. Ach nö. Alter, bist du schnell. Alter. Mein Gott. Pix, ey. Und dadurch, dass du die ganze Zeit dieses Gehechle auf den Ohren hier hast, denkst du die ganze Zeit, da ist jetzt einer um die Ecke, der dich gleich anfällt. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel, ne? Nee, brauchen wir nicht, okay. Wollen wir die Tür zu? Ja, wieder zumachen? Nein. Da brauchen wir Geld. Da brauchen wir Geld mit Schlüssel. Ich höre dich doch. Ja, na sichi. Oh, guck mal. Da ist ja noch mehr. Himmel. Das steht so jetzt aber auch nicht im Eid des Hippokrates drin.
Why so serious? Ach, ist das geil. Da sind so viele geile kleine Easter Eggs in diesem Spiel, Alter. Jetzt rennt er wieder zurück. Die sind wie die Hexen so ein bisschen aus Left 4 Dead. Daran erinnern die mich ein bisschen. Vor- und Nachname Wes Murphy. 54, 101, 52 im Zustand der Katatonie, mydriatische Pupillen, Muskellähmung, fehlende Reaktion. Intramuskuläre Verabreichung von Medikamenten, aber was denn für welche? Elektroschocktherapie setzte das Bewusstsein frei und führte zu Krämpfen und unverständlichen Gemurmel. Wie nett. By the by, tatsächlich immer noch angewandt, Elektroschocktherapie, aber heute ganz anders, als man sich das vorstellt. Ich durfte das eine Weile im PJ mal mitmachen, im praktischen Jahr. Also bevor man seine letzte Prüfung hat als Arzt. Und durfte mal diese Sedierung mitmachen. Also, ne, also die Patienten werden tatsächlich, das macht man nur noch bei Schwerstdepressiven eigentlich. Albträume, Selbstmordgedanken. Anwendung von starken Psychopharmaka, dann Lobotomie. Uiuiui. Macht man eigentlich nur noch bei Schwerstdepressiven. Elektrokrampftherapie. Und dann, es ist tatsächlich wild. Also das ist wirklich so, wenn nichts mehr hilft, dann kommen die Leute hin, dann kriegen die ein bisschen Narkosemittel, schlafen ein bisschen. Und währenddessen machen wir halt die Krampftherapie. Und, aha. Ich habe gerade was erzählt. Ich habe gerade meinen Bildungsauftrag hier erfüllt. Voll die Scheiße. Ja. Genau. Und die Patienten sind danach teilweise wie ausgewechselt. Ne? Also die sagen, danach geht's den. Oh, guck mal, die Maske. Den geht's danach dann deutlich besser. Ist spannend. Also ja, macht man noch und ist nicht so, wie man das jetzt denkt, irgendwie bei Wachen, bei vollem Bewusstsein und irgendwie ganz furchtbar, sondern alles sehr dosiert, sehr überwacht. Das war mein kleiner Exkurs in den Berufsalltag. Also ja, nicht nur so richtig Berufsalltag, aber so generell. Man hat ja auch immer einen gewissen Bildungsauftrag, ne? Jetzt Schnauze. Mein Gott. So, den gelben Schlüssel, den haben wir. Dann gehen wir noch hier kurz rein. Du benötigst den roten Schlüssel und dann ist da ein gelbes Etikett. Kriege ich den gelben... Das gibt hier garantiert einen Arena-Kampf. 100 pro. Tentakel. Hentai-Porn. Oh, das sieht ja auch nicht gut aus. Alkohol, Arme. Und, na. Na, komm. Die Gelegenheit. Den beiden da oben erledigen. Oh, hey. Oh, hier hat aber keine große Reichweite. Oh, au. Der ist down. Da oben ist noch einer. Der Oberschwester mich hier noch entledigen und dann war es das. Schau, die ist ja nichts drin. Das ist so. Da ist die Nachtschwester drin. Wenn es Nacht wird, dann fährt das runter und dann kommt die raus. Autsch, autsch, autsch. Das tat weh. Das tat echt weh. Ich hoffe, dass wir noch irgendwo ein bisschen Gesundheit finden. Ja, oh Gott sei Dank. Das finde ich auch sehr cool, dass dann Sachen hinterher spawnen noch, wenn du irgendwo durch bist. Oh, ich höre ein Telefon klingeln. Ah, das ist ja geil. Das ist ja geil, dass du alle drei brauchst. I can count on you. Ah, hier ist nochmal Ammo und so. Och nö. It's the flesh.
harsh wall of doom. Doom ist da das Schlagwort. Nix. Wird mal ganz kurz laut. Oh, da. Ja, ich glaube, ich sollte gehen. Ah! Eieieiei, das war ja wild. Da kommt die Fleischwand. Das sieht ja aus wie die Firebreak aus, na, Control. Das sieht wirklich aus wie die Firebreak aus Control. Ich frage mich auch, ob das Spiel Munition nach deinem Verbrauch spawnt. So ein bisschen. Also wenn du deine Schrote nutzt, ist das Spiel dann ein bisschen mehr Schrotimuni spawnt. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ah, Geheimnis nicht gefunden. Verdammt, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Oh. Welt 1 Boss. Oh, großartig. Das kann ja nur gut werden. Wenn das Level schon Boss heißt. Hui. Na dann. Let's go. Oh, guck mal. Es ist ein Haufen Fleisch. Katharsis. Oh. Oh Gott. Oh, aua. Oh, das tut weh. Ja, das war nix. Das war nix. Oh, da wurde es nochmal kurz laut. Ey. Ich muss jetzt, glaube ich, einen ganz, ganz kleinen Ticken runterregeln. Moment, ganz kurz. Weil das war dann doch ein bisschen sehr laut von der Musik her. So, let's go. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das angehe. Ah, okay. Da kommt eine Welle, okay. In Bewegung bleiben. Ja. Ah, shit. Halfway there, halfway. Ah, komm, das macht Spaß. Das ist geil. Yes. Da geht das wieder hin. It came from space. Oh, die Augen verfolgen mich trotzdem noch. Das ist nicht so gut. Alter Falter.
Oh, wir sind im Leichenschauhaus. Alter Finne. Das war mal ein Bossfight. Diese Art und Weise, wie das so cartoonmäßig ausgeschnitten ist, ist ziemlich cool. Mag so einen Artstil. Eine Fähigkeitspunkt-Zurücksetzung. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt einmal mehr reskillen. Dann würde ich doch sagen, haben wir doch Akt 1 des Spiels gut gemeistert. Und Akt 2 nehmen wir uns dann in einem anderen Stream vor. Wow, muss ich sagen, flasht mich enorm das Spiel. Ziemlich geil, ziemlich cool gemacht. Visuell unglaublich geil und der Soundtrack, Alter. Und die Mechaniken, also der Kampf fühlt sich einfach flüssig an. Echt große Empfehlung. Wirklich, wirklich große Empfehlung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Jetzt muss ich natürlich so unsanft hier wieder die Musik rausmachen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Stream sehen. Wahrscheinlich morgen oder Montag oder irgendwie sowas. Dann eventuell nochmal Forgive Me Father, aber vielleicht auch wieder Anno. Mal gucken, das überlege ich mir dann spontan. Danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr den Anfang vom Stream verpasst habt, dann keine Sorge, guckt doch einfach auf YouTube at Mad Medicine Man vorbei. Da sind alle Wots. Dieses Video wird dann am Dienstag kommen. Das kommt ja immer so alle 2 Tage. Oder guckt auf Twitch nach. Folgt mir doch oder lasst sogar ein Abo da. Ich danke, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Genießt das Wochenende. Euer Mad Medicine Man.